Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir Rauru getroffen, dem ehemaligen Besitzer unseres neuen linken Arms. Und haben dann gelernt, ja, der Arm ist nicht mehr so ganz auf seiner alten Energiestufe zurück. Deswegen müssen wir uns heute dran machen, die Tempel hier aufzusuchen, um den Arm in Lichtenergie zu baden. Und somit dann hoffentlich wieder zu seiner alten Größe zurückzuführen. Nebenbei üben wir schon mal ein bisschen das Schießen. Ich habe so einen leichten Linksdrall irgendwie mit meinem Controller. Dein verrostetes Schwert zerbricht. Ich höre eine Glocke. Läutet sie etwa den Abend ein? Irgendwas ist hier am Glocken. Es glöckelt und glockelt. Na gut, wir gehen erstmal weiter. Einfacher Stock. Deine Waffentasche ist voll. Ja, dann. Warte mal, die Frage ist: Habe ich noch. Ja, ich habe noch eine Route. Die kann weg. Dann nehme ich lieber den einfachen Stock mit. So. Mit dem Schwert können wir noch wahrscheinlich einmal zuschlagen, dann ist Ende Gelände. So, Tempel ist gleich da oben. Dann gehen wir doch da einfach erstmal rüber. Schauen wir mal. Vorsichtig. Okay. Spurtling. Dieser Pilz ist oft an schroffen und isolierten Orten wie Steilhängen oder Höhlendecken zu finden. Als Kochzutat erhöht er die Geschwindigkeit. Also wenn wir den irgendwo reinpacken in ein Gericht, dann zaubern wir uns ein Gericht, das unsere Klettergeschwindigkeit etwas und auch unsere Renngeschwindigkeit erhöht. Das ist ganz gut, wenn man zum Beispiel eine riesige, große Felswand erklimmen will und die Ausdauer einfach nicht reichen will. Dann kann dir da so ein Spurtpilz durchaus helfen. Hier kommen wir wohl nicht rüber. Gehen wir erstmal da entlang. Klettern mal weiter. Ah, die Brücke ist ein bisschen kaputt gegangen, ne? Uko Uho Schrein. So. Oh, schön. Müsst ihr mal überlegen, ne? Das ist auf der Switch am Laufen, ja? Und jetzt vergleicht das mal wieder mit Pokémon Purpur, ne? Da wird hier ganz anders, wird hier da. So, moin, hallo. Ist doch so ein richtiger Schrein wie früher mit so Aufgaben und so? Oder wie läuft das hier? Ja, doch, es wird so. Oh, aber sieht anders aus. Nice. Na dann, sieht von innen größer aus als von außen, nicht wahr? Los geht's, dann wollen wir mal den Arm in Energie baden. Tipps, an dieser Stelle werden Hinweise eingeblendet, okay. Ah. Da bist du also. Dies ist ein Bannschrein. Hier versiegelte ich vor Urzeiten mit Hilfe meiner Lichtkraft das Böse. Wenn du deinen Arm in diesem Licht badest, kannst du seine verlorenen Kräfte wiedererwecken. Wohlan, strecke deinen rechten Arm aus. Schöne Fingernägel hat am Start. Rauru hat sich da richtig Mühe gegeben. Mit der Maniküre und so. Ultrahand. Mit dieser Fähigkeit kannst du ein entferntes Objekt greifen. Solange die Hand das Objekt hält, kannst du es drehen oder bei Bedarf an einem anderen Gegenstand befestigen. Hm. Der Name dieser Fähigkeit lautet Ultrahand. Ultra ist immer gut. Sie ist einer der Kräfte meines rechten Arms. Sie erlaubt, die Objekte zu bewegen und zusammenzufügen. Wenn du sie klug einsetzt, kannst du damit herstellen, was auch immer dir vorschwebt. Wenn du mit Hilfe dieser Kraft das Innerste dieses Schreins erreichst, dann wird sie fortan dir gehören.
Okay, wollen wir die Ultra Hand mal benutzen. Hiermit kannst du die Kräfte deines rechten Arms einsetzen. Schaffenskraft, Uko Uho Schrein. Okay, Ultra Hand aktivieren. Okay. Mal sehen, das kennen wir noch soweit. Das ist so ein bisschen das Magnetmodul. Wir greifen und können uns jetzt hier zum Beispiel eine kleine Brücke bauen. Ja, oder auch nicht. Greift das bitte nochmal. Wir mischen noch ein bisschen. So müssen wir machen. So könnte es klappen. Ja, Brücke ist gebaut. Ist unten trotzdem noch was? Einmal kurz gucken, ne? Kann ja sein, dass hier irgendwo eine Kiste liegt. Aber nein. Und jetzt sehen wir schon hier, da werden wir mit einem nicht mehr auskommen. Das heißt, wir müssen die miteinander verbinden. Greifen wir erstmal das Ding und R halten zum Drehen. Oh, okay, das ist neu. Ah, okay, cool. So. Und dann nehmen wir jetzt das da. Und versuchen die beiden jetzt miteinander zu verbinden. Ah, ne, warte. So, und dann... Einmal fallen lassen, dann sind die auf jeden Fall auf dem gleichen Niveau. Und jetzt müssen wir die miteinander verbinden. Snap! Ah, ein bisschen Kleber da. Einmal U drauf geklatscht, weißt du? Und dann geht das auch schon. Okay, Alter, das wird bekloppt. Also ich sag euch, da werden sehr strange, kaputte Dinge mit möglich sein. Da werden wir richtig verrückten Scheiß machen können. Jetzt müssen wir noch ein bisschen drehen. Oh, naja, hat auch so funktioniert. Drehen wäre noch clever gewesen, aber Alter, die Possibilities, die dir das ermöglicht, ne, wenn du alles Mögliche zusammenkleben kannst. Holy, das wird spannend. Ich sehe gerade, wie unsere Herzen sind nicht voll. Das macht mich nervös. Da werde ich doch lieber mal einen gebratenen Apfel zu mir nehmen. Ne, hier, guck mal. Ne, doch, ein Apfel. Komm. Okay, mal sehen, wie es weitergeht. Also jetzt wird's... Das wird spannend. Wir müssen jetzt irgendwie hier diesen Abgrund überwinden. Da hinten scheint unser Ziel zu sein. Was haben wir denn hier? Das ist so ein dicker Haken. Auf jeden Fall irgendwie. Das Frostschwert. Okay, passe auf. Schauen wir mal, was die Ultra Hand uns so ermöglicht. Wir haben einmal das Ding hier. Kannst du das bitte einmal so drehen und dann... So, packen wir das mal dahin. Dann haben wir hier so eine... Kettendinger. Könnte ich die auch... Ach, ich schmeiß das jetzt weg, das geht mir auf den Sack, das Ding. Tschüss. So, dann habe ich hier so eine Kugel. Die ist aber fest an der Mauer dran. Damit können wir nichts machen. Aber wir haben jetzt hier... zum Beispiel noch das Ding. Das können wir doch bestimmt einmal so drehen und nochmal so drehen. Und dann können wir das so verbinden. Alter. Nein, 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 bleib hier! Warte! Hier geblieben. So, warte, jetzt. Verbinden. Okay, jetzt müssen wir doch eigentlich nur noch ein bisschen... bisschen Gas geben nur noch. Kriegen wir das ja vielleicht auch noch ab? Ah, guck mal, ja, das können wir lösen. Hier, schaut mal. Wir können das dann nehmen, greifen, lösen. Ah, witzig. Okay, holy shit, das wird... Also das wird bekloppt. Warte, wir müssen das erstmal näher ranholen. Und nochmal ein bisschen drehen. So, so. Also mittelprächtig, ne? Einfach egal, verbind mal. Ups.
Ich drücke immer den falschen Knopf, weil ich zu doof bin. Möchte das bitte... Ja, irgendwie so. Wird schon gehen. Irgendwie kriege ich das nicht so gedreht, wie ich mir das wünschen würde. Ah, so geht's besser. Damit können wir schon fast arbeiten. Oh mein Gott. Ja, ich bin, wie sagt man, ein bisschen unbeholfen noch, ne? Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber guck mal, wenn wir das jetzt hier so drüber stülpen und ich das jetzt mit A verbinde. Okay, nee, das ist scheiße. Alter, was habe ich da denn gebaut? Ja gut, okay, es hängt noch ein bisschen auf halb A. Löst das mal bitte nochmal. Lösen, danke. Und jetzt dreh das doch mal noch nach vorne. Nicht so. Auch nicht so. Nach vorne. Ich krieg das nicht nach vorne gedreht, Leute. Ich krieg das nicht so gekippt, wie ich das mir wünsche. Wir machen das anders. Ich leg das einmal auf den Boden. So, jetzt liegt das nämlich plain glatt rum. Jetzt die Ultra Hand. So. Und jetzt will ich das auch eigentlich nur kippen. Nee, nicht so. Auch nicht so. Ich will es in die andere Richtung drehen. Geht nicht. Oh, hier doch. So geht's. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Okay, man kann beide Knöpfe, man kann zwei Knöpfe gleichzeitig drücken. Und dann klappt es auch. Okay, und jetzt verbinden wir das. Aha, und jetzt müssten wir losfahren. Oh, es setzt sich in Bewegung. Meine Konstruktion setzt sich in Bewegung. Okay, wenn man weiß, dass man zwei Knöpfe gleichzeitig drücken kann, dann wird's einfacher. Alles klar. Ey, okay, das ist... Also, das ist... Schon witzig, vor allen Dingen, weil es halt die Kreativität hardcore fördert, ne? Ernsthaft, das, was da an Möglichkeiten entsteht, verrückt? Ach, guck mal. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen. Welches an diesem Ort ruht. Das ist ein Hylianer und einer von diesen neun, deren Namen ich mir noch nicht merken konnte. Plump. Ah, das sind jetzt dann quasi die neuen Kugeln, mit denen wir dann nachher auch Ausdauer und sowas kaufen können. Okay. Verstehe. Segenslicht, ein Kristall des hehren Lichts, welches das uralte Böse versiegelte und reinigte, strahlt ein angenehm natürliches Licht aus. Flupp. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Hoffen wir das Beste. Möge es das tun. Ah, sehr gut. Also der Auftakt bis jetzt solide. Ich bin, ne? Also wirklich begeistert bis jetzt. Und ich bin so gespannt. Wir sind noch am Anfang. Wir sind noch ganz am Anfang. Da ist er wieder. Na? Oh. Du hast den Schrein mit Bravour bewältigt. Dadurch hast du eine der Fähigkeiten zurückerlangt. Wenn du auch die zwei verbleibenden Schreine bezwingst, wird sich dir das Tor des Tempels der Zeit gewiss öffnen. Hm. Sieh dich um und markiere dir die Schreine, die du entdeckst. So wirst du sie sicher ohne Mühe erreichen. Verwende dazu das Fernglas des Pura-Pads. Woher kennt ihr das Pura-Pad? So setzt du Markierungen auf der Karte. Zunächst einmal den rechten Stick eindrücken und dann mit A markieren. So, dann machen wir das mal. Gehen wir mal an den Rand ran. Guck mal, hier können wir auch so ein Fahrzeug bauen, um durch die Gegend zu kommen, dann ist da hinten doch bestimmt wieder ein weiterer Schrein. Ich und die Orientierung, ne? Wir kamen jetzt von dort. Da müssen wir mal gucken. Wo wird denn... Da ist auf jeden Fall noch einer. Eins. Aber wo wird der nächste sein? Da. Da ist noch einer.
Aber es gibt auf jeden Fall noch einen. Na, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in Richtung Blau und dann schauen wir mal. Den letzten werden wir auch noch finden, ne? Okay, wie machen wir jetzt am schlausten weiter? Ich kann hier abspringen und komme dann da runter. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt, bauen uns hier ein Fahrzeug, fahren dann hier hinten hin. Und von dort aus können wir uns zum blauen Schrein weiter vorarbeiten. Ist da hinten noch einer? Naja, wir werden es gleich sehen. Ich finde, das ist eine solide und gute Idee. Lass uns das mal machen. Deswegen jetzt einfach hier einmal abspringen. Ups. Schön. Auch mit diesem Wassersplättern jetzt. So geil. So ein einfacher Effekt, aber es bringt halt echt irgendwie noch so ein geiles Gefühl. Wenn so das Wasser da hochsplättert, fühlst du dich halt irgendwie noch cooler, wenn du da so geil reingeslidet bist. So, Achtung. Kommen wir da hoch? Ja, das schaffen wir wohl. Gönn dir den mal noch hier eben. Irgendwas macht hier komische Geräusche. Muss ich mir Sorgen machen? Ich hoffe nicht. So, dann nehmen wir mal wieder unsere Ultra-Hand zur Stelle. Und klötern mal hier. Dürfte so passen. So, dann dich nochmal wieder. Oh, es sind gleich drei Stück. Ich glaube, so viel brauchen wir aber nicht. Falls man zu viel Scheiße baut, ne? So, drehen. So, so. Kommen wir nach vorne mal einen ran. Schwebst noch nicht so wirklich, ne? Ich hoffe, das reicht, wenn ich das hinten gleich ran klöter. Sonst müssen wir das andere nochmal... Ich bin jetzt zu dumm. So, jetzt habe ich's doch. Kriegt das schon irgendwie ein bisschen hin. On top und los. Ich hoffe, das geht. Ich glaube, wir bleiben hier gleich ein bisschen an der Kante hängen. Oh, das geht schon. Das geht schon. Okay, und los. Da willst du nicht runterfallen. Oh. Okay, das ist einfach irgendwie geil. Zack. Und da sind wir auch schon. Also... Das ist schon ziemlich cool. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Geist. Das ist Raru. Was machst du denn hier? Ah. Noch immer arbeiten sie unermüdlich ganz, wie sie es immer taten. Ursprünglich hatten wir sie zu unserer Unterstützung erschaffen. Doch schon bald empfanden wir sie als unsere Nachbarn und Freunde. Niemals hätte ich gedacht, dass sie auch jetzt noch ihren Aufgaben nachgehen, so ganz ohne Sinn. Ich muss sagen, dieser Anblick erfüllt mich mit Melancholie. Ja, ein bisschen sad ist das schon, wenn man so überlegt, hier ist ja keiner mehr. Aber die gehen hier fleißig weiter ihren Aufgaben nach, ne? Da wird gearbeitet. Ein Holzbündel. Ein Sonauer Energiesphäre. Hier, das ist zum Kaputthauen. Hab ich nichts zum Kaputthauen? Ja, mit dem Masterschwert kriegen wir das bestimmt kaputt. Bam, 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 bam. Okay, dann machen wir es anders. Wir nehmen die Ultrahand. Greifen das. Ganz weit hoch. Und lass uns dann fallen. Jawoll. Hier wird fleißig Holz gehackt. Ich kann mir erstmal die Axt, wenn es okay ist, ja? Dankeschön. So, na? Bist du am Holzhacken? Stört dich nicht, wenn ich die Holzbündel mitnehme, weil hier ist ja sonst niemand, der die noch brauchen könnte, ne? Sind wir mal ehrlich. Hi. Den Blick nach vorn richten, immer gerade darauf zu. Hm? Oh, Verzeihung, ich war ganz vertieft in meiner Holzfällerarbeit. Bist du auch gekommen, um Bäume zu fällen? Bäume fällen? Wenn man Bäume fällt, erhält man Baumstämme. Baumstämme wiederum können zu größeren Konstruktionen kombiniert oder zu Feuerholz weiter verkleinert werden. Für Baumstämme gibt es viele Verwendungen, daher komme ich täglich hierher, um Bäume zu fällen. Allerdings ist es nicht ganz einfach, sie in beabsichtigte Richtung fallen zu lassen. Daher sage ich immer vor, wie es geht.
den Blick nach vorn richten, immer gerade drauf zu. Ah, Verzeihung, das waren sehr viele Informationen auf einmal. Aber wenn du auch Bäume fällen willst, kannst du es gerne mit der Axt tun, die ich dort abgelegt habe. Gerne, werde ich gleich mal ausprobieren, aber bevor wir das tun, machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen, ganz gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.